Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Project Cars. Heute testen wir mal den Multiplayer und das nicht alleine, denn wie es im Multiplayer so ist, braucht man ein paar Leutchen. Und mit dabei sind heute der Dave Gaming und der Ray. Hi. Hallo, Duki. Tag, was geht? Project Cars 2 geht, was geht selber? Project Cars 2 auch. Oh, was geht bei dir, Dave? Keine Ahnung. Bei ihm geht, keine Ahnung. Der geht gleich wahrscheinlich wieder raus, weil er die Tastenbelegung so toll findet. Naja, wir labern gar nicht lange rum. Wir machen heute mal eine 30-minütige Session. 15 Minuten Qualifikation, 15 Minuten Rennen. Das Ganze mit uns dreien und mit der KI aufgefüllt. Und auf dem Red Bull Ring, wir haben verschiedene Fahrzeuge ausgewählt. Ich bin im Cadillac ATS VR3. Der Dave Gaming hat den Mercedes SL... was ist denn das? Der AMG GT ist das, ne? Genau. Ja. Und der Ray sitzt im Acura NSX GT3. Nein. NSX. Oh. Nein. Das ist kein Acura. Das ist ein McLaren, ne? Ja, das ist der McLaren, ja. Mit Honda Engine, ne. Spaß beiseite. Schlechtes aus beiden Welten. Also ein bisschen Acura. Wenn ich eine Acura genommen hätte, hätte ich Honda Engine, ja. Aber. Ja, dann könntest du aber auch in der GP2 mitfahren. Oh, ja. Ich starte mal, ne? Dann haben wir ein bisschen Zeit zum Quatsch labern. Genau. Man muss auch dazu sagen, dass tatsächlich, ich weiß nicht, wie die Videos erscheinen werden, aber wahrscheinlich wird bei allen Kanälen schon Videos erschienen worden sein zu Project Cars 2. Bei Dave und mir ist tatsächlich das erste Mal, dass wir jetzt tatsächlich aufnehmen und so. Und bei Duki, glaube ich, auch das zweite Mal oder so. Also für uns ist es wirklich so echt First-Look-Test, auch gleich direkt Multiplayer. Deswegen ist es auch für uns sehr interessant, wie das alles jetzt laufen wird. Genau, das gilt nämlich darum, hier einfach mal zu testen, wie alles so läuft. Und bei Project Cars 1 gab es ja gerade auch im Multiplayer hier und da so ein paar Sachen. So, ich krieg eine Erklärung, wie Qualifying läuft. Nice. Oh, geil. Ja, also du musst rausfahren und dann schnell fahren. So das Wichtigste. Ja, ne? Ich find's ja schon lustig, dass die alles erklären, aber komm, halt die Klappe. So, Tuning-Menü, da müssen wir noch. Also, wir haben schon rausgefunden, dass nicht so alles geil ist wie. Och Gott, der hat auch so ein langes Getriebe. Ja, man kann die Getriebe nicht groß. Ah, okay. Sollen wir eine Reifenvorgabe machen? Sollen wir Reifen so lassen, wie sie sind, damit die KI auch. Ich weiß nicht, ob die Setup regelt und so. Ja, ich würde mal den weichen Stick einfach jetzt mal mitnehmen. Für die Quali zumindest, ne? Ja. Ja, und was machen wir mit dem Tank? Egal, oder was? 5 Liter. Tank. Ja, erstmal so viel raus wie möglich. Also, ich mach mal 10 Liter für die erste. Kann ich auf 10 Liter? Ich kann nur auf 9 oder 11. Hä? Wie? Echt? Ja. Ich kann auch auf 10. Ich kann auf 10, aber ich mach's nicht. Ich kann einzelne Stufen regeln, aber 9 und 10 geht nicht. Also, ich 11 nicht. Wie kann ich die Achsübersetzung zwar hin ändern, aber nicht zurück? Okay, das Setup ist noch ein bisschen gefühlt verbuggt. Ich klicke da jetzt am besten gar nicht drauf. Da gibt's vielleicht nochmal irgendeinen Fix. Hoffen wir es auf jeden Fall mal. Ja, aber ansonsten, wir haben uns gerade ein bisschen eingefahren mit den verschiedenen GT-Autos. Ja, erster Eindruck, man muss sich dran gewöhnen, aber es ist ganz ordentlich. Und großartige Lags gab es auch nicht, aber die Kollisionsphysik, damit haben wir uns schwer getan. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass keiner von uns den GT3 jetzt gefahren hat im Vorfeld, den wir jetzt fahren. Das ist für uns alle ein Neuland. Also nicht, dass da jetzt irgendwie jemand meint, wir haben... Internet und so. Eis sind die richtigen Reifen, oder? Okay, weicher Slick. Nee, I ist für Intermediate, das I steht da für Intermediate. So, der Bremsdruck ist auch, okay, Bremsbalance, machen wir mal so. Also nur kurz für meine Zuschauer, ich werde auf jeden Fall nochmal ein Video machen, wo ich genau auf Setup und die einzelnen Optionen und sowas eingehe. Da bin ich jetzt ein bisschen durchgesprungen, aber das werdet ihr noch in dem Video sehen. Und deswegen direkt mal ab hier auf die Strecke. Probieren wir das mal so aus. Oh, die Spiegelungen sind richtig gut gelungen. Also beim Black Falcon hat man ja so ein... Haben wir jetzt eigentlich Zeitfortschritt? Sind ja auch Spiegelungen. Wie bitte? Es sind ja auch Spiegelungen. Ja, aber die sind gut gelungen. Ja, sag ich ja. So. Oh, Ray hat schon keinen Bock mehr. Ich bin gerade am gucken. So, bereit. Okay. Also, haben wir jetzt einen Zeitfortschritt eigentlich? Oder nicht? Ich muss aber mal eben, damit ihr ein bisschen besser zu verstehen seid, hier den Spielsound rausmachen. Entschuldigung fürs Unterbrechen. Ich merke gerade wieder, dass wahrscheinlich die anderen Autos, zumindest der SLS, auf der Geraden ein bisschen schneller ist. Für die Zuschauer, wir haben gerade gemerkt, dass der 488 auf der Geraden einfach unfassbar schnell ist. Ja, beim Beschleunigen vor allem halt. Oh. Wir haben jetzt hier automatische Boxen-Ausfahrt drin, könnte man auch auf manuell stellen.
Aber wir haben gesagt, erstmal auch gegen die KI und so haben wir nur optischen Schaden drin. Erstmal ein bisschen Piano das Ganze hier austesten. Und dann gegebenenfalls später irgendwann mal in den Hardcore-Modus wechseln sozusagen, wo man alles selber macht und wo dann auch richtiger Schaden drin ist und so. Aber ich weiß halt noch gar nicht, wie sich die KI verhält, wie aggressiv oder progressiv die ist und wie sehr wir da von der Strecke gerammt werden. Deswegen nur optischer Schaden. Ja, vor allem, man muss auch dazu sagen, wir haben auch selber mal einen kleinen Fight probiert und da wollte ich mich ein bisschen an die Karosserie von Duki anlehnen und ich habe mich instant weggedreht und später gab es auch nochmal einen Fall, wo ich den Diffusor von Dave ein bisschen geknutscht habe, also schon provokant, also es war schon Absicht, um einfach mal zu testen. Auch schon sehr und dann hat Dave einfach ist mal eine Meter in die Luft gesprungen, vor Freude natürlich. Klar, wenn mal jemand von hinten ankommt, da freut man sich. Und halt 15 Meter nach vorne oder so geschossen. Also Kollisionsabfrage ist noch so, mal gucken, ne? Ja. Die kollidiert auch manchmal mit der Realität, hat man so ein bisschen das Gefühl. Aber das war jetzt auch wirklich nur zwei Zusammentreffen da, deswegen sagt muss man das noch ein bisschen im Auge behalten. Kann man eigentlich auch einen österreichischen Spotter oder so haben? So, hör mal, jetzt fahr halt mal raus. Ja, wir können auch gerne Cookie in die Konferenz tun. Und Cookie hätte ich jetzt aber Hunger drauf. Cadillac lenkt schon mal sehr gut ein. Ich bin vorhin mal so ein bisschen den Kontinenten gegen die Alter. Kuh gefahren. Das ist hier schon direkt eine ganz andere Hausnummer. Der Kollege muss aber dazu sagen, warten. Wenn wir jetzt mit weichen Slicks unterwegs sind, dann dürften die Dinger auch besser gehen. Ja. Davor sind wir immer mit den von der Herzen. KI ist schon mal eine 1.31.72. Oh. Okay. Ich glaube, da kamen wir nicht so ran, ne? Mit harten Slicks nicht. Wir waren eher so 1.32.2, glaube ich, was schnellste, was wir hatten. Ja. Gut, da hatten wir aber auch 50 Liter Sprit dabei. Ja, das stimmt auch. Ich denke mal, so schlau wird die KI sein, dass sie nicht jetzt hier mit so viel, weiß ich was, fährt. Ja, das weiß ich halt eben gar nicht, inwiefern die da irgendwie... Ne, klar, aber das testen wir ja jetzt abregelt, raus. Ne? Ja. Bald mal ein bisschen in der Vorrunde Track Extended, auch in der vorletzten Kurve... gilt die nächste schon nicht. Das finde ich ein bisschen zu hart teilweise. Ja gut, aber wenn du die letzte Kurve cuttest, hast du ja direkt einen Vorteil für die nächste Runde, ne? Ja, die letzte schon, aber die vorletzte... Oh, okay, bei mir springt so ein bisschen die KI leicht hin und her. Bei mir läuft es so gut. Ich bin auch gerade Host, muss man dazu sagen. Ach, ich krieg gerade keine gute Runde hin, aber hab ja noch Zeit. Apropos Zeit, Fortschritt steht auf 60-fach und das Rennen startet, glaube ich, gleich um 14 Uhr. Das heißt, wir werden da definitiv in die Nacht hinein. Bahn! So, ich mache mal Traktionskontrolle komplett aus und ABS auch. Ich hoffe, ihr habt euch den Scheinwerfer belegt, Leute. Ja, nee, aber der geht automatisch an, glaube ich. Achso. Oh, jetzt habe ich ein paar falsche Tasten gedrückt, sehr schön. KI steht auf 100. Maximal könnte man die auf 120 stellen. Deswegen geht da vielleicht noch was. Aber auch da keine Erfahrungswerte, deswegen haben wir es einfach mal auf 100 gestellt. Da stand nämlich Ast drunter und ich dachte, yo, in die Kategorie fallen wir deutlich rein. Yo. Oh, die Kollisionsabfrage, ja, ist noch so eine Sache, muss man nur lernen. Also ich muss tatsächlich sagen, so blöd wie es klingt, aber ich komme einfach, oder ich habe einfach irgendwie mehr Gespür für die Fahrzeuge, wenn ich die Fahrhilfen komplett ausstelle. Also zumindest in der GT3-Klasse jetzt. Mhm. Ich will gerade mal das Licht meinen. Ja, irgendwo gibt's Licht. Komm mal. Hast du da Probleme mit blockierenden Rädern, oder? Naja, ich finde, man spürt's relativ schnell, wenn es anfängt zu blockieren, dann löst es ein bisschen und dann ist eigentlich gut. Also ich habe das Gefühl, ich kann besser bremsen, so wie wenn ABS an ist. Selbst wenn ich ABS ganz minimal nur mache, aber... Kannst besser bremsen, wenn es aus ist, meinst du? Ja, genau. Ja. Ich hab vom Gefühl her bremse ich intensiver und stärker irgendwie, ja. Ich probiere auch mal das komplett runter zu machen. GT3, Dings. Mercedes, mach mal Platz. Bei der Traktionskontrolle muss man auch dazu sagen, je höher die ist, desto mehr Verlust lässt sie zu. Ja, genau. Desto weniger regelt. Mehr Schlupf, ja. Das war schlecht gefahren. Ah, jetzt habe ich die Scheinwerfer an. Ich mache die auch schon mal mittags an. Schön an die Umwelt denken.
Und die noch ein bisschen besser ausleuchten, oder? Ja. Ich fände es sehr gut, wenn man einen Tag einfach mal den Kühlschrank aufmachen würde. Dann würde man schön gegen den Klimawandel vorgehen. Klar. Doch logisch. Ich habe auch noch irgendwie alle HUD-Elemente an. Das muss ich mir auch noch irgendwann einstellen, dass ich das alles mal ausmache. Für die schnelle Runde mache ich mir einfach ein bisschen was aus. Das finde ich ja sehr geil, dass das on the fly geht. Da kann man wirklich halt... Also das wäre halt zum Beispiel für Monaco in der Formel 1 sehr geil, wenn man einfach alles ausmachen könnte. Also es gibt da wie bei Project Cars 1 die drei Presets quasi voreingestellt, wo du dann entweder so ein komplettes HUD wie jetzt zu sehen oder eben ein minimalisiertes, was ihr gestern im Porsche-Video gesehen habt. Oder eben aber auch gar keins. Hier ist das Minimalisierte und hier ist komplett aus. Ne, hier ist noch die physikalische Darstellung der Dinge und hier ist komplett aus, genau. Hä, hat jetzt die Runde gar nicht gezählt, die ich gefahren bin, oder? Rot unterlegt. Wenn sie rot unterlegt ist, dann nicht. Ich weiß es nicht. Runde 3. Hä? Ich kapiere es gerade nicht so wirklich. Hä? Ach egal, ich fahr zurück in die Box. Aber ich kann ja mich porten dahin, oder? Ja. Wir mal kurz nochmal was aus. Das, was ist denn das, Maxim? Oh. Ich glaube, KI ist aber gerade auch ein bisschen bei mir gesprungen. Ja, in vereinzelten Fällen macht sie das mal ganz gern. Ist auch super weichen Slick oder so? Nee, ne? Nee, es gibt nur Hard und Weich, Leute. Okay, ich dachte, es gibt nur Medium oder so. Willst du auch noch ein Ultrasoft? Nee, ein Megasoft, bitte. Soft-Eis. So, wie kann ich jetzt die Liste links wieder ausstellen? Das Potenzial, das ist doch... Letzte Runde. Ja, guck mal, Duki ist eine 31.3 gefahren, aber seine beste Runde ist eine 32.1. Hä? 31.3 ist mein Potenzial, steht da zumindest. Ah, das ist dein Potenzial. Hä, aber da steht letzte Runde bei mir. Bei dir. Ja, die war aber auch rot. Achso. Oh, okay. Mein Sprit ist alle. Direkt schon mal leer gefahren, den Hobel. So, ja, ich fahr jetzt auch nochmal. Warte mal, ich mach mal kurz. Nein. Eine schöne die Box rollen, hoffentlich. Kurz nochmal kurz was. Wo ist denn das Benzin schon wieder gewesen? Da. Weniger, so. Scheiße, das schaffen wir nicht mehr. Ich geh mal eben so in die Box. So, ich fahr jetzt noch schnell eine Runde. Ja komm, eine schaffe ich auch noch. Hä? Muss irgendwie, gibt's einen Shortcut, dass man die Dinger über... Ach, ist egal, lass jetzt an. Bauen die Reifen stark ab bei euch, oder? Bauen die Reifen bei euch stark ab, oder? Ja, nee. Schon ein bisschen. Echt? Ja, keine Ahnung. Ich kann's auf jeden Fall sehen. Ja, ja, rechts unten siehst du so ein bisschen, aber... Wieso komme ich jetzt hier nicht mehr raus? Achso. Oh, ich habe eine Warnung bekommen wegen Begrenzung. Ups. Ich brauche jetzt auch mal eine gültige Runde zumindest. Ja, ich bin mit meiner noch nicht so zufrieden, aber... Ja, ich mit meiner auch noch nicht. Warum halten die plötzlich an? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach durchgefahren. Ach, du bist in dem, der hinten orange ist. Nee, ich bin jetzt... Ja doch, genau. Das ist die Rechtskurve Ausgang Box. Ja, dann bin ich unmittelbar hinter dir. Mach dich gefasst. Nicht. Ach da. Weil ich langsam bin. Schön unauffällig. Ja, mal gucken, wie der AMG GT so ist. Also im... Was bin ich denn gerade gefahren? Im M6 konnte ich gut mithalten. Der war ganz geil. Gut. Autokupplung habe ich mal wieder aktiviert hier. Hattest du die Fahrradkupplung und sonst, oder was? Nee, das habe ich ja gestern im Porsche-Video schon erklärt. Oh, aber fuck. Das habt ihr natürlich noch nicht gesehen, weil es noch nicht released ist, während wir das hier aufnehmen. Ach stimmt, man muss es ja wirklich manuell nachtanken, das Auto. Ja, ihr auch? Ich weiß nicht, ich habe eh was umgestellt am Sprit. Ich bin jetzt mit 4 Litern unterwegs. Also ich musste gerade wirklich in die Box gehen und den Wert verändern, dass da wieder Sprit reingemacht wurde. Ja. Lol, wieso blockiert's jetzt? Ach man.
Ich habe jetzt auch kaum noch Sprit dabei. Alter, wie viel schneller ist der SLS bitte auf der Geraden? Geil. Oh nein, jetzt habe ich den Platz gemacht und jetzt... Ach, die Runde ist nicht ungültig, sehr schön. SLS steht halt für schnell, leicht und schnell. Schnell, leicht und schnell. Super leicht schnell, meinst du? Nee, zweimal schnell, deswegen ist er so schnell. Zweimal schnell ist schneller als einmal schnell. Wird das potenziert oder multipliziert? Nee, dividiert. Dann hast du 1. Ja, ja, das kürzt sich dann so ein bisschen weg. Und 1 ist ja aerodynamischer als zum Beispiel 2. Ja. Ne? Das stimmt definitiv, ja. Also ich finde es ganz logisch eigentlich. Also auch vom reinen Aussehen her. Naja, viel geringer CD-Wert. Also am aerodynamischsten ist ja da ja die 0, ne? Also geht halt mega ab. Nicht die 1, wenn sie liegt. Ja, wegen der Nase dann, ne? Ja. 7 hat halt gut Aerodynamik wegen Spoiler halt im Heckflügel. Wenn einer denkt, dass wir das alles ernst meinen, dann Post-Mahlzeit, Leute. Dann solltet ihr aber nochmal... Habe ich noch eine Runde? Ich hoffe mal. Also wenn YouTube denkt, dass wir alles in dem Video ernst meinen, dann sind wir auf jeden Fall schon mal nicht werbefreundlich. Ja, direkt entmonetarisiert. Und man freut sich, wenn jemand von hinten kommt. B16 und so. Ach so, ja, das war vor der Aufnahme. Ach so, stimmt. Da ging es ja nur um Bugatti. Ich dachte, du sagst jetzt was anderes. Was mit der EU anfängt. Egal. Lass uns ein anderes Thema thematisieren. Ja, bitte. Och, 1,32,9. Also noch bin ich zeitentechnisch nicht bei euch. 32,9. Ich muss mal auf den Verbrauch pro Runde achten. Wird der irgendwie auch in der Box signalisiert oder? Boxenstrategie. Voreinstellung. Ja, geil. Ja, wie viele Runden fahren wir jetzt? Oder wie viele Minuten? 15 Minuten. Oh Gott. Wie muss man da einstellen? 30 Liter bestimmt. Also ich habe jetzt zweimal 10 Liter fast leer gefahren. Ja, euch war 25. Voll die Kacke gerade zusammen, ey. Nehmen wir sicherheitshalber. Ich kann nicht mal 35 einstellen. Oh, das ist total schlimm für Leute, die irgendwie, also irgendwie die Vielfachen von 5 oder 10 haben wollen. 41 geht auch nicht, der Sinn des Lebens ist weg. Dann nehme ich halt 36 Liter mit. Immerhin das Quadrat zu 6. So, wem kann man jetzt zugucken? Ray. Ja, ich bin auch schon fertig. Ah, richtig gut gefahren, Ray. Gratuliere zur Pole. Ja, das hat nicht gelaufen hier. Ja. Na, da habe ich jetzt aber doch. Konnte ich das überhaupt nicht konstant abrufen. Oh, das ist aber ganz geil, dass man hier die verschiedenen Dingens noch auswählen kann, die Perspektiven und so. Das ist schön übersichtlich. Ja. Oh. Auch wenn die Kameraperspektiven... Eine Zehntelsekunde hinterm Ray. Ja. Ja, und dazwischen noch irgend so ein KI-Honk. Der hat aber auch Win im Namen, auf den müssen wir aufpassen. Ja, der gewinnt auch. Raven Dorin Speck. So sieht bei mir die Liste aus. Speck ist gut, ja. Speck, ja genau. Speck. Rindspeck, Rinderspeck, oh, alles klar. Oh, lecker. Ray will Dukis Rinderspeck, ist doch ganz klar. Das ist korrekt, ja. Kann man jetzt da die Setup schon bearbeiten fürs Rennen oder noch nicht? Oh, stimmt. Ja, jetzt fahren wir aber mit harten Slicks, oder? Mediums konnte man nicht auswählen, hast gesagt, ne? Nee. Nicht verlassen drücken, ne? Nicht, dass es schon mal passiert wäre oder so. Ey, aber man merkt schon so ein kleines Muster, die SLS AMG. Also abgesehen, der Ferrari ist der schnellste von den KI-Fahrern und danach alle SLS AMG erstmal. Ja, irgendwie ist schon, also so ganz gebälängs ist noch nicht, ne? Ja, ich gucke jetzt, also wir fahren jetzt mit harten, ne? Alles klar. Sind wir einig. Ich denke, die Weichen würden es zwar durchhalten, aber ist ja egal. Also ich fahre immer mit harten. Alles klar, so kennen wir dich. So, Das ist immer sehr gut. Brit nehmen wir mal. Auch wegen der Aerodynamik. Ich nehme jetzt aber mal aus Schiss, Buchsenhausen-Mäßigkeit 30 Liter mit. Ich habe mal 36 mitgenommen. Okay, dann gehe ich das Risiko mit 24 Liter. Aber ich kann auch nicht 42 Liter einstellen. 42 und 10 lässt sich beides nicht einstellen und 35 auch nicht, wie du schon sagst. Lassen wir mal. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit oben. Echt so Sachen, Mysterien des Lebens, ne? Ja. Unfassbar.
mal so. Ich glaube, da sollte durchaus auch die eine oder andere Verschwörungstheorie drin sitzen, die mal hier von dem Zuschauer ausgearbeitet werden kann. Könnte man ja, lassen. Bitte. Helm ab, Aluhut auf und dann gib ihm. Lassen wir mal. So, dann gucken wir mal ganz kurz mal für die ersten Runden, wenn die Reifen noch nicht so richtig warm sind. Wobei, die sind schon vorgewärmt, sehe ich gerade oben rechts. Okay. Das ist korrekt, ja. Wie war das ABS? Bereit. Je weniger, je Dings, ne? Dann mach ich mal, keine Ahnung, 30. Je weniger, je Dings. Nehmen wir mal 20. Ach, du bist trotzdem bei 30. Du sagst, du bremst ohne ABS besser und bist trotzdem bei 30. Nee, für den Anfang. Ich mach's dann nachher wieder aus. Aber ich am bin Anfang bei 10, bin ich mehr, ich. Will ich noch ein bisschen drin lassen und dann schalte ich's aus. Ich bin bei 10. 10 nur? Okay. Ja, ich mach mal 20 und 85 Reaktionskontrolle, das sollte passen. Ja. So, ich hoffe, dass ich wenigstens im Rennen ansatzweise das Tempo mitgehen kann. Welchen Platz müssen jetzt? 10? Gelandet. Ah, okay. Oder so. Ja, ich habe halt nur eine Runde gehabt, die gültig war. Ich halt Mr. Corner Cut. Oh, hier ist Start. Keine Ahnung, muss man da auf dem Gas bleiben oder so? Das Start habe ich schon mal gut verkackt. Also fürs gut starten sollte man schon Gas geben, ja. Ja, ich habe ja, aber halt nicht zu viel, weil ich kein Wheelspin wollte. Aber dann ging die Drehzahl komplett im Keller. Direkt einen Love-Tap von hinten bekommen. Gut, jetzt bin ich schon mal weg vom Fenster. Na egal. Das ist schade. Ach, du bist auf 6. Hi. Hi. Krass, okay. Ferrari KI ist auf jeden Fall parallel mit mir hier durch Kurve 1 gegangen. Ja, bis jetzt machen sie nichts Wildes. Bis jetzt, sie fahren wegen zickig, aber... waren ganz okay bis jetzt. Hey, yo, okay, ich sag nichts. Oh mein Gott! Lol. Was ist denn das für eine Kollisionsauf? Ja, geil, jetzt bin ich im Kies, deswegen. Wow. Hammer. Jawohl, Leute. Geduld zahlt sich aus. P5 einfach. Ja, Geduld ist gut, wenn der vor mir einfach steht und, naja. Ja, da muss man Geduld haben. Ja, sei still. Vor mir stand der auch. Das hat nichts mit Geduld zu tun, wenn die Kollisionsabfrage so eher für den Arsch ist. Also fragwürdige Kollisionsabfragen hätte ich nicht gern für den Arsch. Kollisionsabfrage genau fragwürdig. Hey, auf geht's. Abstand zu Duki 2 Sekunden. Easy. Ach, du bist Fünfter, ist klar. Ja. Oh, gedreht! Was? Alter! Oh, Vorsicht, da kommen die beiden Mercedes an, die auch noch super aggressiv gegeneinander gerade gefahren sind. Die hätten sich fast abgeschossen. Wie in der Vorrunde vor Ray. Wenn ich jetzt auf harten Sticks auch eine schnellere theoretische Bestzeit schaffe, dann lache ich. Also ich merke auf jeden Fall den Unterschied zu weichen Sticks. Ja, merkt man, ist ein bisschen rutschiger alles. Ja. Jo. Aber ich glaube, ich komme trotzdem ein bisschen besser gerade mit dem Auto zurecht. Einfach weil es die Eingewöhnung ist. Ja, wir haben halt vorher die Probenrunden halt auch alle mit hart gemacht. Und du hast jetzt auch mal locker 20 Kilo mehr drauf. Vielleicht macht das auch noch ein bisschen was raus. Ja, 20 Kilo mehr kenne ich mich nicht mit aus. Ja. Bist du hier denn jetzt so rutschig, ey? Na, ich kann auf jeden Fall schön einen Test machen, wie man gegen die KI im Multiplayer fahren kann. Ja, ich habe gerade einen Mega-Schnitzer drin gehabt, aber die KI hat gut reagiert, sonst wären wir beide weg gewesen. Wusste ich gar nicht, dass AC-Schnitzer auch hier vertreten ist. Ja, doch. Wir haben den M6 Tension drin. Also irgendwie habe ich... Fuck! Oh mein Gott. Alles klar. Ach ja, Geduld. Ja, oder einfach mal zu schnell in die Kurve fahren und gucken, wie man so das Auto abfangen kann. Nicht. Oh, dieses potenzielle Runden-Dingens... Aber jetzt ist der Ray hinter mir. Ja, das haben wir extra so gemacht. Also ich korrigiere tatsächlich mein Potenzial aktuell ein bisschen runter an einigen Stellen, ne? Okay. Also ich bin schon schneller als im Qualifying teilweise. Was ein bisschen traurig ist, aber auch sehr lustig. Ey, irgendwie... zickt mein Auto extrem gerade rum. Vorne stehen. Was für einen Geraden komme ich gar nicht mit mir hier. Merke ich gerade. Ja, das ist ja auch ein McLaren. Ja, aber ich fahre nicht mit der GP2-Engine. Das stimmt, aber
McLaren. Alter, wie der Cadillac da wegzieht, ist ja brutal. Ja, gut. Der hat auch gut mit dem Ferrari gerade mithalten können. Also, der scheint an der oberen Leistungsgrenze hier angesiedelt zu sein. Ja. Und es wird so langsam Abend. Jo, genau. Die Schatten werden länger. Im ersten Sektor konnte ich wieder ein paar Hundertstel rausholen, tatsächlich in dieser Runde. Obwohl ich da auch nicht fehlerfrei gefahren bin. Oh mein Gott, der Cadillac kommt von hinten ja mega krass angeschossen. Also ich merke schon, was der ist AMG, denn das hier? Dem Wieso AMG, ich denn hier mal raus auf der Bremse? Dem AMG GT. Ich habe aber auch Balance-Probleme tatsächlich jetzt hier im Rennen. Muss mega viel kurbeln. Ich mach mal Bremsballons mal direkt so ein bisschen nach vorne. Habe ich auch schon, aber ja, genau. Ray, kleiner Hinweis, falls du merkst, dass es mit dem Sprit nicht passt, kannst du ja von Fett runtergehen, ne? Ja, das Alter, stimmt allerdings, aber das Cadillac, ey. Ja, ich bin letzter. Oh nö. Schade. Ich muss mal ein bisschen an die Knopfbelegung hier gewöhnen. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich auf den Cadillac eingelassen. Ey, das. Also es gibt schon, glaube ich, krasse Unterschiede zwischen den GT3 Autos. Alter, da steht einfach einer mit dem Ding. Ja. Macht Straßensperre. Ja, lach mich ruhig aus. Ja, ich habe mich doch da auch abgeschossen, ist alles gut. Ja, nee, ich sag ja, ist okay, lach mich aus. Nee, also einige Autos sind echt. Ja, komm, lehn dich noch ein bisschen dran, mein Lieber. Deckenbeleuchtung ist gerade angegangen, sehr nice. Ja. Also der Ferrari und der SLS, die sind richtig krass, glaube ich. Haben wie der SLS von hinten wieder angeschlossen kommt. Boah, es hat mich auch fast hier weggedreht, ey, wo Ruby sich die ganze Zeit weggedreht hat. Hau mich weg. Ey, ich habe echt Probleme hier eine schnelle Zeit zu setzen, ey. Also Balance ist komplett anders irgendwie gerade bei mir. Was ist eure schnellste Runde? 1,34,6. 1,39,2. Was war das für ein Schattenwurf? Potenzial 1,31,2. Gut, danke. Ja, das ist einfach, mit dem Qualifying. Einfach mal 3,5 Sekunden. Aber ich bin jetzt auch die ganze Zeit mit dem KI mitgefahren, muss man auch dazu sagen. Aber hier die Zeit ist mit Qualifying-Zeit quasi. Ah, okay. Ja, gut. Oh. Aber ich bin trotzdem im ersten Sektor und das Kunde jetzt schneller ohne KI. Also meine Reifen fühlen sich gerade an wie 110 Grad, aber die sind vollkommen im Temperaturbereich. Ja, ja, eben. Die sind mega rutschig, ne? Ja. Echt extrem komisch. Bauen auch relativ gut ab, die Vorderreifen. Ja, das ist alles okay bei mir, aber Runde 1 war übrigens noch okay. Und auch dann auf einmal fing's an. Na, ich habe gleich schon so ein bisschen Probleme gehabt. Tatsächlich, ich muss mega viel kurbeln oder beziehungsweise sehr sachte lenken, dass ich es nicht wegwirf. Ich habe jetzt gerade nur für den Zuschauer zur Erklärung vorhin mal die Traktionskontrolle auf mehr Schlupf gestellt, was ja eigentlich paradox klingt, aber da habe ich das Gefühl, dass ich ein bisschen mit dem Gaspedal noch spielen kann und das Auto vielleicht dadurch abfange, was ja, besser ist, als wenn der alles wegriegelt und du gar nichts mehr machen kannst. Ist jetzt auch mal komplett aus. Alter! Die Rennen ist halt vorbei. Und ABS auch mal aus. Ey, die schießen in der vorletzten Kurve schon ganz gern innen rein, ne? Eieiei. Ja, die attackieren schon mal, wenn es sein muss, ja. Also ich habe ja auch echt das Gefühl, mein Flügel ist ab oder so. Aber wir haben natürlich nur optischen Schaden drin und mein Flügel ist, wie man hier sieht, noch da. Ja, ich habe es aber schon getestet. Also der Flügel kann, wenn du den Schaden komplett anhast, wirklich abfliegen, dann hast du keinen Angriffsdruck mehr hinten. Mhm. Aber es macht schon Laune. Also ja, auf jeden Fall. Ja, wir müssen sagen, das ist der Anfang, das ist für uns alle jetzt auch noch Neuland und so. Also wenn man sich da mal ein bisschen reingegroovt hat, auch gerade was Feedback-Einstellungen ist ja so ein ganz eigenes Thema. Da tue ich mich noch ein bisschen schwer mit tatsächlich bei dem Spiel.
Ja. Und der KI ist ja auch nochmal ein Feld für sich, was man da an Aggression und Stärke einstellt. Muss man dann auch nochmal gucken. Wobei, die 100 passt so eigentlich schon ganz gut, glaube ich. So. Oh. So ein bisschen Renn-Action. Mann, bin ich nett zu der KI. Ich habe gerade einen abgeschossen. Die Erfahrung kenne ich auch. Als Dank dafür ging es für mich ins Kiesbett. Buki, wo bist du? Im 20. Oh, zwei Plätze hinter mir. Oh, geil. 28. Wie bitte? Alter. Ich habe gerade der Lamborghini überholt, deswegen jetzt 28. Also warst du nicht 27? Moment, warst du nicht 20. meintest du? Nee. 27. Ach so. Ah, sorry. Ja, bei mir kam, glaube ich, nur das 20. durch. Bei den Lamborghini 7 Plätze wert. Also, ja, okay, keine Chance. Überholt, musst du aufpassen. Ja. Also ich habe mal jetzt versucht, so schnell wie die KI da reinzufahren. Leider gedreht. Ich glaube fast, dass die KI das Rennen auch mit weichen Reifen fährt. Oder vorher nicht gefahren ist. Weil ich glaube nicht, dass die viel langsamer sind wie im Quali. Die sind echt schnell, ne? Ja, gerade in den Kurven vor allem. Ja. Nur beim Anbremsen kommen sie mir ein bisschen komisch vor. Ja, gerade diese engen Kurven, Kurve 1 und Kurve 2 oder Kurve 3 ist die ganz enge. Ja, dann. Kurve 3, genau, ja. Da sind sie sehr langsam. Dafür Kurve 4 wieder extrem gut. Aber gefühlt. Naja, und vorletzte und letzte Kurve auch, dann geht sie richtig gut ab. Gefühlt gibt's aber auch einige verbuggte Schatten hier. Also wirklich, ich fahre manchmal auf Kurven zu und dann kommen irgendwie so schwarze Kleckse vor mein Auto. Okay. Ganz, ganz komisch. Ja, in der Nacht ist das so. Oh mein Gott. Oh. Ja, Geduld. Halt sich doch nicht aus. Ja, ich taste mich gerade halt echt so Stück für Stück an den Grenzbereich ran. Ich habe den dummen Fehler gemacht, in einer Kurve zu denken, ja gut, dann fahre ich halt wie die KI. Vergiss es. Das ist der Punkt halt künstliche Intelligenz, ne? Und wenn man die da nicht hat. Ja, wir haben halt echte, keine Intelligenz. Ne, Dave? Ja. Oder soll ich sagen, du, Baby? Das war ein bisschen zu spät jetzt hier. Ach komm, ich will noch mal rankommen an die KI. Ich komm fast nicht ran an die, ne? Total. Ja, also die KI-Härte ist auf jeden Fall ordentlich. Man hat das Gefühl, als ob das in diesem Jahr in Rennspielen so fast schon Gewöhnungssache wird. Naja, die haben halt gesehen, es gibt Let's Player, die unsere starken KIs schlagen. Das kann es ja nicht sein. Das sind die guten alten Let's Player, die nichts hinkriegen. Ja, aber dann... Oh, schwieriger. Vielleicht sollten die dem Dupi auch nochmal eine Version von F1. Ach so, haben sie ja schon. Okay. Oh, das war verbremst. Und ja, schon mal direkt eine Sekunde langsamer. Die komischen Tintenkleckse sind aber echt nicht so geil bei Nacht. In welcher Kurve hast du die? Kurve 1. Okay. Nein, nicht drehen. Oh. Und auf der Strecke dann, oder? Wo siehst du die? Du machst quasi unmittelbar vorm Auto. Also, das fliegt dir quasi so ein bisschen entgegen. Wie so Teebeutel, die dir entgegen. Ein Fahrzeug fährt sich tatsächlich, wie wenn die Spur viel zu hart eingestellt ist. Das hat quasi so Lastwechsel extrem ins Gewicht fallen. So. Und 4 für Kurve. 4 ist es, glaube ich, auch. Also, ich habe bei statischer Kurvenfahrt das Problem, dass da auf einmal das Heck kommt und ich da recht wenig gegen machen kann. Das wird wieder Tag. Ja, ja, ne? Ja, und schön. Es fühlt sich wirklich so an, als ob hinten Abtrieb weg ist, Diffusor flöten gegangen ist. Vielleicht oder ist so, es auch an die Strecke abgekühlt, weil es ja Nacht geworden ist oder so. Das kann sein. Aber so schnell nach Rennstart? Ja, wenn der Zeitfortschritt so schnell ist, könnte es ja schon sein, dass dann auch die Streckentemperatur entsprechend. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Ach, Dugi, du bist 30. Jep. Geil, dann kommen wir unmittelbar hintereinander ins Ziel, positionstechnisch. Mal gucken. Ich will jetzt den einen KI-Typ da noch irgendwie aufholen. Was heißt denn mal gucken? Ist doch die letzte Runde gerade. Nee. Nochmal eine normalerweise, oder? Ach so, okay. Oben links ist ja den verbleibende Zeit. Ach, vielleicht sogar 2 Runden noch. Jep. Oh, jetzt drehe ich mich weg. Wie viel Sprit habt ihr noch? Ich habe noch 10 Liter. Das habe ich einmal nicht aufgepasst. Okay, damit hat sich das Unterfangen KI aufholen erledigt. Dieb 10. Oh, aber geil. Den einen, der mich jetzt überholt hat, den will ich jetzt aber dafür kriegen wieder. Habt ihr rechts hier gerade sehen können?
Bei Zufahrtkurve 2. Ja, das ist geil manchmal, ne? Scheinwerfer der anderen Fahrzeuge und so, die dann ein bisschen durchlupen. 1 minute remaining. Ich find's auch geil, wenn ich 10 Minuten hinter dir bin. Ach, 8 Sekunden, ich hab grad verloren die Runde, gut. 10 Minuten? Was denn gemacht die ganze Zeit? Oh, ich hab ein Brötchen geholt. 5 Minuten gefahren und dann die Schattenteebeutel mir angeguckt. Boah, das gibt's doch nicht. Oh, ich und mein Frau 6 Motor. Oh Gott, Alter. Jetzt fahre ich aber gerade eine Grütze zusammen. Also ich habe jetzt noch 3,5 Liter. 16,2. Ich habe ein bisschen zu viel getan. Ja, ich glaube, der hier verbraucht so knapp so 2,2 Liter pro Runde oder so. Von dem her hat es schon gepasst, wie viel ich mitgenommen habe. Okay, den kriege ich auch nicht mehr. Verdammt! Ja, Duki gibt's auf. Lass uns lieber einen Zweikampf zusammenführen. Oh Gott! Ich will noch eine KI überholen im Sonnenaufgang. Komm, die eine Runde vielleicht noch? Ja, das hatte ich auch vor. Mein Licht geht nicht mehr an. Und Personal Best Lap. Mein Licht geht nicht mehr an. Das ist ja auch hell jetzt. Zumindest sehe ich nicht, ob es angeht oder nicht. Ja, ist hell, aber ich will es heller. Von Sinn. Ich sehe aber auch nicht, ob meins angeht. Doch hier, in so einem ganz leichten Lichtchen unterm. Nee, dann kriege ich nicht mehr. Digitalen Rückspiegel. Ach, jetzt habe ich es an. Fazit: Wir müssen nur ein bisschen üben, wa? Die Senior! Ja, aber das ist echt ein guter Punkt, dass nachts wirklich die Strecke abkühlen könnte, weil das hat sich nämlich genauso angefühlt. Ab einem gewissen Zeitpunkt ging da nichts mehr und wir haben hier wirklich 60-fachen Zeitfortschritt drin. Ja, möglich wäre es auf jeden Fall. Ja. Das heißt, in einer Minute wird eine Stunde simuliert. Das ist krass. Ja, echt heftig. Haben jetzt quasi fast 24 Stunden drin gemacht, nicht ganz, 20 vielleicht. 15 Stunden. 18. 15, ja, stimmt, hast recht. Ja, aber die Zeit ist ja schon abgelaufen, also sind 17. Wir die oh, nur noch 6 Sekunden zu Duki. Oh, ja, ich habe ihn wieder mal gedreht. Sehr so, aber dann wäre er jetzt hier. Es soll ja auch so simuliert sein, dass, wenn der Schatten auf der Strecke liegt, dort die Strecke kühler ist als die mit der sonnenbeschienenen Stelle. Ja, durch dieses Live-Track-Zeugs da auch, ne? Genau. Live-Crack, ja. Ja, das nimmt man live, das Crack. Ja. Nimmt ihr das live? Ja, also ich muss auf jeden Fall das Force Feedback noch anpassen. Meine Hände tun gerade mega weh, weil jedes Mal, wenn das Auto ausgebrochen ist, ist da so viel Kraft aus dem Lenkrad gewesen. Ah. Ja, ich muss auf jeden Fall mal das Auto wechseln und den SLS testen. Ja, wenn der so abgeht, ja. Und da habe ich es ganz knapp nicht in die Top 10 geschafft. Verdammt. Errungenschaft online erledigt. Ja, nice. Nur deswegen haben wir das gemacht, ja. Ich kann mal der beste Rundenzeit angucken. 32,9, da bin ich ja eigentlich ganz gut dabei gewesen. Also schnellste war bei mir die vorletzte Runde unter 1,34,6. Also bei mir ging ab der Hälfte gar nichts. Okay. Ja, ich habe einmal eine gute Runde auf jeden Fall hingekriegt und so. Also ich konnte das Tempo der KI so eigentlich mitgehen, aber dann waren halt zu viele Fehler drin einfach. Das ist das Problem. So, Wiederholung speichern manchmal. Genau. Hat es jetzt geklappt? Ja, da kommt noch ein Okay-Dings. Muss einmal richtig... Ah ja, okay. Bewusst draufklicken. Okay. Will ich das nochmal speichern, oder? Nee. War beim ersten Teil auch nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier die Abmod. Alles klar. Und da bedanken wir uns fürs Einschalten. Das soll natürlich nicht die letzte Multiplayer-Ausgabe gewesen sein. Das war jetzt vielmehr die erste. Oh Gott. Von vier vielleicht. Ja, Dave ist nicht mehr dabei in Zukunft. Also. Nächstes Mal spielen wir Tetris im Multiplayer. Ja. Geil. Genau. ja, danke fürs Einschalten. Ich mache einfach mal die Abmod, ich bin so frei. Ja, machen wir. Ja, danke, dass das so spontan gepasst hat, ne? Mit Duki und Dave. Wir haben das jetzt ja noch vor Embargo-Release sogar aufgenommen. Und ja, läuft aber eigentlich, muss ich sagen, also ich habe schon Schlimmeres erlebt. Ja. Project Cars 1 zum Beispiel. Also die KI hat stellenweise schon ganz gut agiert. Stellenweise, ja, ich meine, für einen Multiplayer, KI echt gut. Also ja, definitiv. Kann ich echt nicht mehr genau. Hat die denn jetzt bei euch noch geleckt, um das mal eben kurz zwischenzufragen? Weil nee, die hat nur so ein bisschen gezuckelt halt, aber jetzt nicht schlimm. Also das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat tatsächlich, war Dave. Die Kollisionsabfrage ein bisschen. Aber ich glaube, das hat ja nichts mit der KI zu tun, sondern vielmehr das eigene Auto und des Gegners ein bisschen einschätzen. Und irgendwie parkt bei mir gerade mein McLaren auf der Stadt gerade rechts, glaube ich. So sah es gerade aus. Egal.
Ja, nee, aber das hat eigentlich schon ganz gut gepasst mit der KI. Das Thema ist jetzt halt nur noch, wie Duki schon eingangs gesagt hat, er weiß jetzt halt leider nicht, was für Reifen haben die verwendet und so weiter und so fort. Was stellen die tatsächlich ein, um dann genau. Ein Rennen zu haben? Sind die jetzt auch das Rennen mit Soft gefahren oder mit den Harten? Sind die Squally vielleicht schon mit den Harten gefahren? Weil die Zeiten, die jetzt zum Beispiel der Andreas van Wingerden gefahren ist, entspricht ja quasi der Quali-Zeit, die er auch gefahren ist. Ein bisschen ist. Langsamer, glaube ich, ne? Ich glaube, der war vorher bis 1,31,2 oder sowas. Ja, aber trotzdem in dem Bereich auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Und ich denke mal mit den Reifen, also man sieht es jetzt zum Beispiel, gutes Beispiel ist es zum Beispiel bei mir, also ich bin jetzt auf jeden Fall deutlich langsamer gewesen mit den Reifen. Und ich glaube bei euch beiden dasselbe. Ja. Und also ja, da müssen wir halt mal gucken, ob die jetzt tatsächlich beides mit den Harten gefahren sind und oder beides ist mit den Weichen oder so, das müssen wir halt ausprobieren von der Stärke her. Ich meine, 100 ist, denke ich mal, jetzt nicht langsam von der Stärke. Aber wir sind auch beide mit der falschen Nation unterwegs gewesen, beide noch hier als Briter eingetragen. Das muss natürlich auch noch geändert werden und ich denke, dann können wir da auch noch die 2-3 Sekunden ab. Lustig ist, die haben alle die Nation, die der Fahrzeughersteller hat. Schon mal aufgefallen? Ja, stimmt. Der Bohuslav Latina ist natürlich ein Deutscher. Bohuslav. Okay, say Runley, ja. Oh Mann. Bohuslav. Sehr schön. Ja, schön. Dann sehen wir uns in der nächsten Multiplayer-Folge mit euch beiden, wa? Ja, oder vielleicht auch mal noch mit ein paar anderen Asiaten, wollte ich gerade sagen, warum auch immer. Mit ein paar anderen Asiaten noch. Ja. Der Lee wird dabei sein und der Chilling. Und sind überhaupt nicht ist gar kein Japaner mitgefahren. Ich finde es auch geil, dass Andreas van Wingerden Italiener ist. Ja, klar, voll Italiener. Andrea van Wingerden. Van Wingerden, ja. Oh Mann. Claro. Aber Christian Schröder passt. Und Richard Barrett kann man auch zählen lassen. Und Chris Kunz auch. Ja, also Robert Leinberg passt definitiv. Auch eigentlich. Rob Chris Twigger. Sind übrigens alles Namen von Bäckern quasi, die den ersten Teil mitfinanziert haben. Den zweiten. Ja, Lukas Bracht, ja. Oh, ist er Bäcker? Nee, das aber er hat ja auch mitfinanziert, deswegen. Ich bin letztens gegen Christian Paul gefahren, gegen die KI, und das ist ja der Admin von der Community-Homepage, das ist schon ziemlich nice. Das ist ja cool. Ja gut, also die Admin ist jetzt, glaube ich, länger geworden als geplant. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.